Also statistisch gesehen müsste man schon so um die 32 Liter Energy Drink trinken, damit es tatsächlich lebensbedrohlich wird. Aber das nur mal so am Rande. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Und damit willkommen zurück. Eine andere Substanz, die wesentlich schneller lebensbedrohlich wird und auch zum Tode führt, nicht selten sogar, ist die Droge Crystal Meth. Und ihr habt es vielleicht in den Nachrichten so ein bisschen mitbekommen. Der Grünen-Abgeordnete Volker Beck ist damit erwischt worden. Dumm gelaufen bei einer Polizeikontrolle, ist halt eine Substanz festgestellt worden. Und laut der Bild-Zeitung, nicht, dass ich das lese, aber man kann nicht abschlagen, dass die immer sehr gut informiert sind, soll es sich um Crystal Meth handeln. Und was ich gut an dieser ganzen Geschichte finde, das möchte ich euch jetzt erklären. Denn er ist ja, wie gesagt, erwischt worden und ist daraufhin, er hat sich noch gar nicht weiter geäußert, aber ist von all seinen Ämtern zurückgetreten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab, ja, dass einige Politiker ganz schön viel auf dem Kerbholz haben oder wo, man kann sich denken, das sind ja auch nur Menschen, die werden sicherlich auch mal hin und wieder was machen, was nicht ganz so korrekt ist, Drogen nehmen, was weiß ich. Aber dass dann tatsächlich so jemand dann erwischt wird und dann auch seine Konsequenzen, sofort seine Konsequenzen herauszieht, das ist nicht selbstverständlich. Das kennen wir zum Beispiel von dem Herrn Idati. Der wurde ja der Kinderpornografie bezichtigt. Ich weiß gar nicht, ob das schon vom Tisch ist, was das eine ist. Ist das schon alles erledigt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist da irgendwas gefunden worden. Und so jemand wehrt sich ja mit Händen und Füßen, dass er aus der Partei geschmissen wird. Absoluter Skandal. Ich hätte den Typen schon längst rausgeschmissen. Ja. Der Volker Beck, wie gesagt, erwischt worden und hat direkt gesagt, ja, scheiße, dumm gelaufen. So jemand hat in solchen hohen Ämtern natürlich nichts zu suchen. Also ist meine Meinung. Und dass er dann da, wie gesagt, für sich die Konsequenzen gezogen hat, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Wie es jetzt weitergeht, ich weiß es nicht. Einfach mal abwarten. Was da noch so kommt, vor allem seine Stellungnahme, darauf bin ich sehr gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall geben. Und dann war es das schon. Ich wollte das nur einfach mal kurz loswerden, dass ich das, wie gesagt, sehr gut finde, weil jeder Mensch macht mal einen Fehler oder macht was, was man eigentlich nicht machen soll. Es liegt ja an jedem selbst. Ich meine, jeder ist für sich selbst verantwortlich, ob man jetzt Drogen nimmt, ob man jetzt Alkohol trinkt. Es gibt Leute, die sich jeden Tag eine Flasche Wodka geben. Da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Aber dass man dann auch wirklich, wenn man halt, wie gesagt, in solchen hohen Posten, in solchen hohen Ämtern ist und dann bei sowas erwischt wird, beziehungsweise mit sowas erwischt wird, dann auch zu sagen, okay, gut, ich habe Scheiße gebaut, bin erwischt worden und jetzt muss ich halt die Konsequenzen daraus ziehen. Das ist wirklich, auch wenn es ein bisschen paradox klingt in dem Zusammenhang, das ist vorbildlich, doch, ganz ehrlich, kann man so sagen. Und lieber Herr Edati, wenn du das siehst, du als dem solltest du vielleicht auch mal nachkommen oder vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, ja, dass es auch Leute gibt wie du, die Scheiße bauen und dazu stehen. So, das waren meine 50 Cent zu dieser Schlagzeile und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was Crystal Meth, was ist das eigentlich für eine Substanz und wie gefährlich ist das, habe ich mal ein Video auf meinem alten Kanal drüber gemacht, da kommt ihr hier hin, wenn ihr da draufklickt und hier kommt ihr zum letzten Video. Hier unten Social Networks, hier in der Mitte ist ein Foto von mir, wenn ihr da draufklickt, könnt ihr den Kanal auch noch abonnieren, wir sind fast 100 Leute, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Donnerstagabend, Wochenende steht vor der Tür, wir sehen uns die Tage zum neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut.